Ich starte mal. Oh toll. Ja, jetzt ist gestartet. Ich hoffe, das ist gestartet. Dass es gestartet ist. So, und man sieht auch, ja, es ist so. Ah, warum? Das ist voll gemein da, die Zuschaueranzahl. Die kann man nicht. Kann man die nicht? Kann ich das darüber schieben? Das sieht jetzt komisch aus. Wo ist überhaupt das Fenster dahin? Jetzt funktioniert's wieder. Nee, Moment, ich will doch den. Dann will ich den Chat da drüben haben, damit ich sehen kann, wie viele Leute da sind und was zum Geier. Funktioniert nicht so. Das muss gehen. Warte mal, hier. Ah, oh, ich muss noch einstellen. Was haben wir denn heute für einen Stream? Gott, oh Gott. Bla. Nee. So, Lady Lakeburn. So, das hätten wir schon mal, aber wo ist jetzt der Chat hin? Unten. Nee, das ist der Superchat. Warum ist der denn da gelandet? Was ist da los? Calmen. Das ist die, ja, das ist ja. Wer macht denn sowas? Ich will das aber oben haben. Warum macht YouTube das nicht? Also YouTube spackt doch wieder, oder? Vielleicht weil das Fenster zu klein ist. Wer weiß, ich mach's mal groß erstmal kurz und dann schieb ich alles so, wie es sein soll. Ah, komm. So. Kannst du nicht irgendwie das austauschen, dass das, wo wie viele Nachrichten also ich versuch, sind und dann. Ich versuche das mal hier drüber zu legen und mal sehen, was dann passiert. Vielleicht habe ich es irgendwo nicht losgelassen. Hä? Was ist jetzt los? Ich schieb das irgendwo hin? Oder. Will nicht. Kann mir erstmal einer erklären, wieso das so komisch aussieht da. Oh Mann. Also ich will es dahin haben. So, jetzt klicke ich dahin. Irgendwie scheint auch das YouTube-Stream-Fenster da so ein bisschen lahmarschig zu sein und. Kann mir mal einer erklären, was das ist? Versuch mal vielleicht die Seite mal. Ja, ich werd nochmal den. Also, hier nur ein paar Einstellungen. Ich hoffe, das können wir dann für die echten Zuschauer, ich meine für die nein, anderen Zuschauer. Jetzt ist es da, wo es sein soll. Hä? Immerhin, komm, nicht ja, beschweren. Ja, nicht beschweren, solange es richtig ist. Genau. Jetzt steht da aber wieder Lady Layton. Ach nee, hier unten steht noch Bloodborne. Spieltitel. Letterens Mystery Channel, Katriel und die Verschwörung der Millionäre. Delos Millionäre. Seitdem ich habe gesehen den Film Ratatouille. Hattest du? Irgendwann mal. Mann. Aber nicht letztens. Die Blöschen im Fernsehen. Und warum hab ich das jetzt weggemacht? Ach so, ja, weil. keine Ahnung. So, aber ich glaube, wir sind jetzt. Ja, jetzt können jetzt wir. Glaub ich den PC weg. Jetzt. Diese blöde Melodie, bei der man auch noch mitsummen muss. Ja, das ist. Okay, fortsetzen am besten. Wir haben ja schon sehr viel verquatscht. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das jetzt schon waren. Drei und ein bisschen. So, ich kann ja wenigstens hier nochmal auf Blip Pause stellen. Nee, wir müssen ja nicht unser Stream das nochmal sehen. Wir können, aber wir müssen nicht. Ah, ich könnte auch nicht. Nein, Quatsch. Das Neueste ist der Ziegenstall. Macht man denn im Ziegenstall? Nein, jetzt keine Witze über. Ich weiß nicht, was du meinst. Das wäre nämlich sehr unklug. Mhm. Und wie es nämlich schon was im öffentlichen Fernsehen damit passiert. Mit Ziegen? Ja. So, die Polizei ist schon an der. Die Polizei ist schon an der Universität und steckt mitten in den Ermittlungen. Bezüglich der gestohlenen Forschungsunterlagen. Catriel und ich gehen meinen Schritten an jenem Morgen nach, als der Diebstahl stattfand. Ist richtig. Boah, das sieht ja aus. Muss ich erstmal einstellen. Grafik. Bei mir sieht das schön aus.
Bei mir sieht es jetzt schöner aus. So, okay. Was ist denn jetzt los? Jetzt will ich gar nicht mehr. Was ist da los? Bitte, lieber Emulator, tu mir das nicht an. Waren wir nicht vorhin noch bei dem Thema bloß nicht updaten? Ja. Ich hab da zufällig was gesagt. Aber es geht ja wieder. Außerdem ging es ja um was anderes, was wir nicht updaten sollten. So, wo waren wir denn jetzt? Zum Blumenbeet? Sollen wir zum Blumenbeet, ja. Okay, wir haben die ja auch schon angesprochen gehabt, ne? Okay, dann los. Ja, hierher bin ich der Katze gefolgt. Wieder zu den Rosen. Wie hast du die Katze denn gefangen? Also, ich habe sie hochgehoben, aber sie ist mir dann wieder entwischt. Ja, er wollte sie wahrscheinlich knuddeln und küssen und ihr sagen, wie sehr lieb ich sie hat. Ich hab dich lieb! Danke! Ja, während sie versuchte, sich zu befreien. Ah. So süß! So süß! Ich liebe Katzen. Offenbar hatte ich sie verschreckt, denn sie sprang durch das offene Fenster ins Gebäude, durch das da rechts. Das da rechts? Ah, das meinst du. Und hast du sie dann weiterverfolgt? Ich hatte Sorge, dass sie drinnen vielleicht etwas kaputt machen könnte. Also kletterte ich hoch, um durchs Fenster zu schauen. Aber dann bin ich ausgerutscht und kopfüber selbst reingefallen. Ha, reingefallen! Nur wegen der wunderschönen Rosen, die neben dem Fensterbrett wachsen. Ist er da reingefallen oder? Oh, ja. Stell dir mal vor, da drin wären auch Rosen gewesen, auf die er draufgefallen wäre. Ich hatte so sehr darauf geachtet, nicht auf sie zu treten, dass ich ganz schief hochgeklettert bin und naja. Dann polterte ich auch schon in den Raum hinter dem Fenster, inklusive Purzelbaum. Da drin stand ein Purzelbaum. Und das war zufällig Dr. Ohms Labor. Also bist du durch das Fenster in Dr. Ohms Labor gefallen. Stimmt das so? Ja, ganz genau. Es war einfach nur ein unglücklicher Unfall, der mich dort hineingebracht hat. So, Theorie. Katze ist da reingesprungen, hat die Blätter hinter sich so wenn eine Katze abspringt, so wie? Ja, irgendwie. Nach hinten so. Aus dem Fenster Dingens, die Katze hat das gefressen, die Ziege hat das gefressen und ausgekackt. Ja, was die damit nach dem Fressen gemacht hat, das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, das ist verschwunden. Und dann war es weg, für immer. Und dann war es weg, ja. Es ist weg und ich bin wieder allein. Nein, als ich dort drin saß und mir den Kopf hielt, den ich mir gestoßen hatte, kam jemand in den Raum, der wohl ein Student war. Die Katze flitzte direkt durch die offene Tür in den Gang, bevor ich auch nur blinzeln konnte. Niemand sonst hat sie gesehen. Als ich den Leuten dann erzählte, ich hätte bloß eine Katze verfolgt, hielten mich alle für einen Lügner. Lüge, Lüge, das gibt eine Rübe. Und so wurdest du zum Verdächtigen. Ja, sie hielten mich für einen Einbrecher. Und dann wurde ich von der Polizei verhört. Dann wollte mich die Polizei verhören. Und gab mir Möhren. Ja, ja. Dann sind wir ja endlich am Tatort. Jetzt weiß ich, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich konnte gar nicht heute Morgen herkommen. Denn dann hätte ich ja morgen herkommen müssen. Na, ich kann ja nicht heute morgen herkommen, weil ich muss erst warten, bis morgen ist, damit ich morgen herkommen kann. Also, Miss Layton, meinst du kannst jetzt meine Unschuld beweisen? Nein, nur deine Schuld. Alles, was ich bisher beweisen kann, ist, dass du ein echter Pechvogel bist. Oh, ich glaube, das weiß schon jeder. Aber einmal hattest du die Glocke, Ernest. Wann denn das? Als du mich getroffen hast. Als du mich getroffen hast. Es steht sogar genauso da. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Wahrscheinlich. Puh, das hoffe ich doch sehr, Miss. Warum sehen wir uns nicht dieses Fenster genauer an, durch das du gepoltert bist?
Warum? Katze! Katze! Ich will Katze! Katze hat kein Rätsel. Oh, da ist sie, ja. Die Katze, der ich nachgelaufen bin. Hab sie wohl jemanden gehört? Sieht nicht so aus, als hätte sie sich verlaufen, oder? Da drüben geht es raus, Mütze. Wenn du hier fertig bist, solltest du besser nach Hause laufen. Meine Güte, du kannst mit Tieren sprechen, Miss? Nein. Natürlich, das kann doch jede Lady. Zumindest jede, die was drauf hat. Außer Zahnbelag. Eine Katze! Fangen wir sie! Wie überaus praktisch. Ernest, das war doch nur ein Witz. Tiere können nicht sprechen. Das weiß doch jeder. Oh, da bin ich dir ja voll drauf reingefallen. Da bin ich ja voll drauf reingefallen. Ha! Reingefallen! Schon wieder. Wie dämlich von mir. Ich bin ja auch so dumm, nicht wahr, Miss? Hahaha. Ja. Das Fenster. Welches? Das da? Nee. Beim Rosenbusch. Das ist beim Rosenbusch. Das da? Ja. Das da? Ja, das oh, da. Oh, warte mal. Ich hab was anderes. Oh. Jetzt. Oh, dann war es das falsche Fenster bei dir? Ja. Das da ist das Fenster, stimmt's? Durch das die Katze und du das Labor betreten habt. Ja, es war ein Spalt weit geöffnet. Und die Katze hat sich hineingemogelt. Gut, dann folgen wir mal weiter deinen Schritten von heute Morgen und eilen uns ebenfalls hinein. Warte, das können wir doch nicht machen, Miss Layton. Warum denn nicht? Weil man Türen benutzt. Oder Wände, einfach so durchlaufen durch die Wand. Pff. Ja. Weil man nicht einfach durch Fenster in Räume klettert. Aber wir folgen deinen Schritten. Also müssen wir. Ja, das verstehe ich schon, aber das könnte Ärger bedeuten. Noch mehr Ärger und es kommt noch härter. Denn sie wollen über die Erde regieren und ihren eigenen Staat kreieren. Am Ende hält sich die Polizei auch noch für eine Diebin. Oder eine noch. Von dem Team Rocket. Auch noch. Auch noch. Für was sonst? Nee, aber ich meine, auch noch für eine Diebin. Also dich auch, mich ja eh schon. Ah, ja. Stimmt. Betonung runter. Nee, ich fand meine Version besser. Nee! Na guck mal, wenn man die sich so anguckt, willst die ist da bestimmt noch was. Willst du damit etwa sagen? Dass? Dass sie wie ein Dieb aussieht. Nö, eher so wie eine, die deren Kundenkreis nur aus Clowns besteht. Okay. Ja. Leben. Deswegen das auch noch eine Diebin, ja, weil ja. Bestimmt ist in, also vielleicht ist es ja auch illegale Prostitution, die sie betreibt. Ja, mit Clowns. Oh mein. Da hast du wohl recht. Was schlägst du vor? Gehen wir von vorne durch den Haupteingang? Ja, ich gehe gern von vorne durch den... Ist das nicht etwas langweilig? Ich kann auch gern von hinten durch den Haupteingang gehen. Oh Gott. Ich denke, langweilig passt aktuell ganz gut, Miss. Nur dieses eine Mal. Nach einer Menge hin und her und hin und raus und rein und waren wir meinen Schritten endlich zum Tatort gefolgt. Bald würden wir in Dr. Ohms Labor sein, wo wir endlich die Wahrheit hinter diesem Fall ans Licht bringen würden. Oder zumindest hoffte ich das. Da wartet man mehrere Stunden, dann gibt es Essen und dann fängt es an, ja. Wie, mehrere Stunden haben wir so lange... Eine Stunde bestimmt. Na, wir haben ja auch noch Abendessen gemacht. Ja. Wir hätten auch vor dem Abendessen schon... Ja, aber... ...konnt. Wir ja. Und ist es wirklich was geworden? Ich habe heute zum ersten Mal so ganz ohne irgendwelche... oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber... Ich koche ganz selten ohne die Hilfe von irgendwelchen Maggi-Tüten. Hast du toll gemacht. Danke. Das brauche ich.
Weil ich bin mir echt nicht sicher, aber mir hat es wirklich geschmeckt, auch die Soße. Ich komme mir echt so vor wie jemand, der Bestätigung braucht. Bitte bestätigt mir, dass ich keiner bin, der Bestätigung braucht. Nein. Nee, aber war an sich auch sehr lecker. Okay. Ich bin halt nicht der Paprika-Fan. Aber sonst war es sehr lecker. Übrigens, es war Hähnchen mit Paprika-Sahnesoße und Nudeln.